Hundreds of hours, late nights, blood, sweat and tears. Built not bought, a dying breed. Okay Leute, es geht weiter am M50. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir den ganzen Block sauber gemacht haben, geputzt haben. Ey, einfach krass, was uns Leute geschrieben haben, wie die sich gefreut haben, dass sie so einen Tipp bekommen haben, mit diesem Ölkanal durchzuschrubben. Heute, was machen wir? Ihr seht heute, wie wir die Kurbelwelle einbauen, wie wir die Lagerschalen einbauen, wie wir die Kolben und Pleuel zusammenbauen und die am Ende reinschmeißen. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Mit was schießt du durch die Gegend? Also hier gibt's ein... Das sind die Einspritz. Nee, nicht Einspritz. Ölspritzdüsen. Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung, richtig? Oh, sehr schöner Name. Ja. Die hört sich schon anders an, wa? Ja. Die packen wir mal. Zur Seite. Wir machen alle gleiche Geräusche. Die ist gleich? Die ist vom Ton mehr Durchsatz. Was tiefer ist, ist Durchmesser größer. Ach, die macht noch mehr Durchsatz. Die ist auch okay. Die machen wir da und dann haben wir 6. Jetzt ja. So, die haben wir jetzt alle durchgeschossen. Und die kommen da rein. Da kannst du die einfach in so ein Bad reinlegen, irgendwas mit Schaum und kicken, wie das Spritzbild ist. Habt ihr ja vielleicht gesehen jetzt auf der Kamera, ja. Wie so ein Nebel geschossen ist. So überprüfst du jede Düse, dass sie in Ordnung ist. Und jetzt können wir anfangen, die Dinger da reinzulegen. Ding, 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 ding. Weißt du, was das gerade war für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Ein Kommentar unter einem neuen Video. Deswegen kommentier auch du jetzt. Kommentier jetzt! Was haben wir geguckt? Wie teuer sind diese scheiß Düsen? 20 Euro eine oder sowas? Ja, ohne Steuern, ja. Ja. 25, glaube ich. Das Stugge. Hat sich BMW ziemlich cool, aber ausgedacht. Ja. Einfach, ja. Schnell auszutauschen. Bei Honda und RB habe ich es gesehen, hast du halt hier so eine Nadel, ne? Die haben das in der Ölgalerie, genau. Ja. Jetzt bräuchten wir irgendwas Rundes, irgendwas Einfaches. Ein Schräubchen oder so. Die Dinger da reinnehmen. Schlupp. Schlupp. Und die werden nur durch die Schale dann, Hauptlager, Schale gehalten. Genau. Hier ist ja die Kugel, innen ist eine Feder. Ab 2 bar sollten die Dinger aufgehen. Im Leerlauf brauchst du das nicht. Ja. Und mit dieser Düse, du kannst ja auch auf 2 bar einstellen oder auf 1,5, da wirst du sehen, dass da nichts rauskommt. Aber davon habe ich das letztes Mal gemacht. Deswegen habe ich mir das Geräusch gemerkt, wie das furzen muss. Jetzt sind wir schon bei den Lagerschalen, ne? Genau. Dann nehmen wir Kolbenschmidt. Kolbenschmidt und dann gibt es mit 270 Grad Umlauf. Umlauf, Ölung. Ölung, Müllung, keine Ahnung. So. Drücken, Kante kicken. Kante ist da. Hier keine Kante. Perfekt. Also haben sie den richtigen Überstand. Einfach hier reinlegen, den ein bisschen rüber drücken. Fertig. Man merkt es oder man hört es auch beim Reinlegen, dass du kein schabendes Geräusch hast. Und wenn so schabt, dann wirst du noch das bisschen Sand. Hier haben wir noch eine Ölbohrung. Beim M50 geht es hier rüber zu der Ölketten-Schmierung. Ja. Hier musst du mal angucken. Jetzt sieht man es. Ja. Ist das kleine Loch? Genau. Das Funzel spritzt genug ein, um die Kette zu schmieren. Genau. Das auch immer hier durchsprühen. Pressluft einmal in die Richtung, am besten durch das kleine Kicken, ob was rauskommt. Bin nicht klappern die Ketten. Das ist quasi damit die Kurbelwelle in die Richtung. Oh, wir haben doch einmal so ein schönes Wort dafür gehabt. Kurbelwellen. Stoßspiel? Nee. Wie hieß es? Keine Ahnung, Mann. Als Tipp übrigens, wenn du immer gekuppelt startest bei einem Handschalter. Mit der Kupplung drauf, geht es genau auf die Lager. Du drückst auf die Kupplung mit, ich müsste ich übertreiben, 200, 300 Kilo. Weil das ist eine Übersetzung. Ich weiß nicht, wie viel Kilo, scheißegal. 4 Tonnen, so, jetzt habt ihr es.
Und dann drückt ihr schön auf diese Fläche hier, die noch trocken ist oder leicht befeuchtet ist mit Öl. Weil die ganze Kurbelwelle will nach da durch die Kupplung drücken. Genau, und dafür ist das Lager da. Also deswegen sicher solltest du nicht mit der Kupplung des Autos starten. Nicht mit der Kupplung, an der Ampel nicht 400 Jahre hier im, auf der roten Ampel und dann 9000 Umdrehung halten. Und wisst ihr, warum das ausgeballert ist. Jetzt sind wir an der Kurbelwelle dran, die wir sauber machen. Hier gibt es die Farbangabe, ne, bei BMW, mit den, welche Lagerschalen man nehmen soll. Mhm. Und du hast noch ein kleines Loch entdeckt. Guck mal hier, so ein 4 mm Loch. Guck mal, wie tief das geht. Upp. Weißt du das? Mhm. Egal, drin damit. So, bald haben wir alle Farben durch, oder? Royal Purple letztes Mal, was hast du gesehen? Balsamico? Nee. Nee, dann gab es noch von Lucas Oil, das Grüne. Ja. Und das ist dann... Von Redline? Von Redline. Rot. Ja. Am Redline gefällt mir irgendwie am coolsten. Also weil es am wie Butter ist. Ja. Die anderen sind noch flüssig. Flüssig wie Sau, ne? Ja. Also für alle, die noch kein Video gesehen haben, wo wir irgendwie Motorsachen zusammenbauen, das ist so ein Assembly Loop auf Englisch, weil wir auf der Trailer sind. Genau. Ja. Das ist einfach dafür da, dass die Sachen geschmiert sind und vor allem, wenn sie ein bisschen stehen, plus... Wenn sie das erste Mal gestartet sind, dass sie halt einfach mal schon mal einen Schmierfilm haben. Genau, weil du hast ja, wenn du da jetzt Öl machst, ist alles schön, aber das Öl verschwindet nach ein paar Tagen. Genau. Also verschwindet jetzt nicht, aber es ist noch so Kapillarwirkung, viel. Das klebt noch alles, aber du, ist doch schön. Wenn man ja, schön rot, guck mal. Puh, jetzt kommt die Kurbelwelle rein. Ja. Schöner Dönerspieß, den du da hast. Na logisch, Alter. Beste Döner. Vielleicht machst du auch einen Dönerladen, irgendwann Ray City Dönerschuppen. Ja. Oder? Nee, da gibt es schon richtig gute. Ich mag nicht, wenn jemand was richtig gut kann, versuchen Konkurrenz zu bieten. Deswegen habe ich mit YouTube angefangen, weil da gibt es so viele, die es schlecht machen. Spaß, Leute. Und auch ein bisschen ernst. Nee, Spaß nicht. Das ist schon ein bisschen ernst. Ja, klar. Gibt's schon. Guck mal gerade, wie die halte, mit kleinen Finger. Jetzt hör auf anzugeben, ich habe rumgeheult, weil die so schwer ist. Ich dachte, die ist leicht. Hm, toll, verkantet, Alter. Nein! Fertig. Hat sie da ein Seitenspiel? Hörst du das? Ja. Das reicht. Eingebauter Haarfusel von der Bürste. Ja. Siehst du? Hätte ich auch Hector mitnehmen können. Haben wir noch irgendwo so eine Haarfusel? Nee. Haarwuseler. Aber da kannst du mal sehen, ja, so eine Bürste liegt auch so ein Scheiß. Also doch am besten nur mit Finger. Was machst du denn da schon wieder? Ich filme sie einfach ein paar Aufnahmen für so Carbon-mäßig. Das ist doch die Kante hier. Mhm. Mein Ekelfinger. Mhm, 6 geht nicht. Mit dem Hammer von meinem Opa. Damit hat er Westerplatte verteidigt. Er war allerdings hier, polnischer Tor. Ups. Ich habe fast die falsche Scheiße ergriffen. Normalerweise sind da 10.9er Schrauben drin. 10.9er vom BMW, genau. Und wir upgraden. Wir mit teuren... Nein, Quatsch. Quatsch, Alter. 12.9er. 12.9er aus dem Bauhaus, Alter. Na, aus dem Bauhaus nicht, die kriegst du ja nicht. So. Wie viel hast du davon gekauft? 20? Ja. Schade, ich brauche jetzt auch welche. Na, für meinen. Ja, stimmt. Scheißegal. Wir brauchen noch mehr, wir haben noch mehr Blöcke. Ich glaube, ich hole ich die Woche. Na, ich habe die Linsen hier wieder bauen. Ich pass schon auf. Das ist jetzt, das, was ich jetzt mache, ist einfach mein Ding. Ja. Also das liest man nirgendwo. Das, ich mache das persönlich für mich, weil es die Möglichkeit gibt. Ja. Wenn du von oben leuchtest, ja.
Siehst du das? Dann ist das Überstand. Auf. Genau, bleib mal da mit der Kamera. Warte. Jetzt. Mhm. Siehst du? Ja. Dann stelle ich mir das Lager so ein, auf beiden Seiten. Ja. Dass der Überstand so gut wie möglich nicht sichtbar ist. Und dann gucke ich mal, warte, Linde hier, deine Trompete, Vorsicht. So, jetzt hast du nur noch eine Mikrokante. Mhm. Es ist einfach nur, man muss das nicht machen, aber ich kann's. Oder was heißt ich kann's? Ich mach's so, als geht. Also stelle ich mir die Dinger alle so ein, dass die so schön wie möglich gleichmäßig sind. Gleichmäßig sind. Ja. Läuft, ja. Und auch nochmal, das ist hier das Lager, wo es die Anlaufscheiben eigentlich sind. Ja, Anlaufscheiben, genau. Genau, du hast ja jetzt unten, es ist fest und oben ist es raufgelegt. Und es kann sein, dass die Anlaufscheiben hier so einen Versatz haben und dann reibt es nur auf der oberen Kante. Ja. Also versuchen wir das jetzt parallel zu machen. Also bitte, du ziehst die erstmal leicht an. So, ein bisschen wieder lösen, mikromäßig. Die muss ein bisschen dünner. So. Sie wieder anlösen, dass sie sich auf jeden Fall noch bewegt und die gleich ins einzelne Maul kriegt. So, und dann, Mensch, dann siehst du das doch hier, du kannst jetzt hier zwischengehen. Und den bewegen, ne? Und den bewegen. Manche machen das, nehmen den Hammer und einmal die Kurbelwelle. Einmal so lang. Das wäre sehr präzise mit dem Hammer. Natürlich. Aber was Westerplatte verteidigt hat, das schafft auch den Motor gerade zu machen. 84. Doch, knackt. Doch, knackt. Wenn er kein Display hat, kann das Akku nicht alle werden. Und dann ich filme hier Kamera auf Kabel mit letzten Saft für euch. So, aber ernst wieder. Hauptlagergasse wird mit 84 Newtonmeter jetzt angezogen, richtig? Ja. Ja. Ich glaube, wenn du ARPs hast, kommt das sowieso nicht mehr. Weil du, Alter, die Gewinne, die in den Gussblock sind, die sind ja auch nicht, dass man die ja unendlich anballern kann. Ja. Haben wir ja sehen bei den anderen M50. Ja. Ja. Dass man den einfach mal das Gewinne rauszieht. Das heißt ja nicht, wenn die Schraube, Alter, und das kann, dass du es machen sollst. Dass auch das Gegenstück, also das Gewinde, das aushält. Ja. Haben wir ja beim GTR auch gesehen. Ne? Hätten wir ja da mit 200, was waren das? 200, ja. 210 Newton hätten wir das Aluminium rausgezogen. Ja. So. Gehst du bei denen hier auch so vor, dass du einfach in ein, zwei Tagen nochmal... Nein. Nee, die nicht. Okay. Das ist, Alter, der Motor hat schon genug Kilometer gerissen, der ist schon eingefahren. Ja. Guck mal, wie hübsch. Upp. Ja, upp. Der beste Moment, jetzt dreh mal einmal. Nee, mach ich nicht. Wieso? Warum? Weil das so gut aussieht. Ah, da ist so viel hier Maspo drauf, Alter, dass er gar nicht funktioniert. Ja. Sich drehen. Aber so siehst du ja, das ist ja super einfach. Perfekt. Ja. Sehr schön. Kurbelwelle ist jetzt schon drin, Lagerschein ist alles drin, alles perfekt. Nochmal sauber gemacht, weil Philipp hat was gemacht? Ja, an der Seite ist eine Bohrung. Ja. Und ich habe die aufgeschraubt und da war Dreck drin. Ja. Das ist für Kühlwasser. Und ich habe den reingepustet und hier oben ist übrigens Kühlwasser. Und dann... Ja, dann musst du auch nochmal putzen. So, wir sind jetzt hier bei den Kolben. Ich habe ein bisschen geschlafen und habe nicht gefilmt, aber das kennt ihr schon. Dominik hat nochmal das Ringstoßspiel überprüft. Und wir können das so machen. Okay. Und jetzt checkt er nochmal und macht alles sauber. Er hat hier zum Beispiel die ganzen Kolben von der Seite sauber gemacht. Wir haben hier so den Belag, sind ja keine neuen. Die Kolben haben schon mal gut über 1000 PS gesehen im Chefmotor und werden im Oscar-Motor auch ein paar PS sehen. Ja. 140 zum Beispiel. Ja, pro Kolben. Ja, das wollte ich doch hören. So, und guckt euch das Video dazu an, was wir beim GTR gemacht haben. Da wird nochmal alles erklärt, wie die Kolbenringe aufgebaut sind, warum, wie sie zusammengebaut werden.
Das hilft uns natürlich auch ein bisschen im Algorithmus und pusht auch die alten Videos für Leute, die sie noch nicht gesehen haben. Oben habt ihr doch dieses Infokärtchen, einfach raufdrücken. Dann könnt ihr das natürlich nach dem Video gucken. Und jetzt haben wir alle Kolben und Pleuel zusammengebaut. Ja. Ich wollte nur nochmal erwähnen, ja, das sind die Kolben, die mit dem Chefauto 8-7 gefahren sind. Mhm. Jetzt wieder bei wo Micha vom Gas gegangen ist, das erwähne ich immer wieder. Der wäre ein bisschen schneller gewesen, wäre er nicht vom Gas gegangen. Hier so ein kleiner Tipp. Ja. Bei den. Jetzt die Leute lieben deine Tipps. Ja. Jetzt sieht man den Ring leider nicht, aber warte, ich sprühe das mal aus, damit man das doch noch sieht. Also. Ach, das gute Öl. Siehst mal, sieht man das? Warte, ich muss mal gucken. Wisst ihr das, wo der Sprengring aufhört? Mach mal Licht ein bisschen zur Seite. Da hört der Sprengring auf, siehst du das? Mhm. Zeig mal, wie sieht man das? Auf dem Display ist es zu klein. Ich kann's, nee, ohne Licht ist besser. Was? Ja. So ist besser. Echt jetzt? Klar, Dominik. So, erzähl. Dieses darf nicht da sein. Weil das ist wie ein C. Ja. Wenn der Kolben nach oben geht, macht das so. Und wenn er nach unten geht, macht das so. Verstehst du, das ist 10 Witz. Warte, machen wir nochmal. Naja, das geht dann nach oben und dann geht dieses obere Ding durch die Beschleunigungskraft, das C, dadurch, dass der Kolben so nach hoch geht, dann hast du dann eine Verzögerung. Ja. Und dadurch geht das C kleiner, also für diese Sprengring, der wird so. Also arbeitet er sich irgendwie. Genau, weil es nach oben geht. Und dann, wenn du so machst und wenn du nach unten schießt, dann macht der wieder hier den. Mhm. Und im schlimmsten Fall, was ich schon noch nie gesehen habe, aber gehört habe, dass der Sprengring dann vorausfällt. Ja. Und deswegen musst du dieses C, also nicht so, sondern auf 12 oder auf nach unten, damit es nicht so pumpen kann. Mhm. Also hier. Weil im Idealfall wird der Kolben nicht in die Richtung gehen. Ne, genau. Und das ist aber nicht hier unsere 7000 Umdrehung, sondern wenn du so Honda 11 drehst. Das ist interessant. Und den hau ich jetzt hier einfach mal. Ich hoffe, das funktioniert. Scheiß auf die Kolben. Einfach mal komplett über das alle durchrotzen. Oder einfach mal rausnehmen. Dann können wir das mal schnell mal kicken. Es geht nicht so einfach raus hier. Cool. So, während Dominik schon den nächsten Zylinder vorbereitet, erzähle ich euch mal. Wir benutzen wieder Max Speeding Rods Stahlpleuel. Das sind auch ziemlich aktuelle. Also die kamen vor 2 Monaten oder sowas. Und guck mal, jetzt gibt es sogar eine Installation Connection Rod Connection auf Deutsch sogar. Damit auch alle wissen, wie rum richtig man die Kolbenringe macht, wie man was anzieht, wie man was positioniert. Also die erweitern sich das auch, die verbessern auch ihre Sachen. Aber was haben wir rausgefunden? Auf den ALP-Schrauben, also es hieß immer, es sind ALP-Schrauben, steht jetzt ALP 2006 Max Speeding Rods. Jetzt ist die Frage, sind es wirklich ALP-Schrauben oder nur ALP-Schrauben aussehen? Naja. Aber wird schon halten. So. Ich sag's ja gesehen, 850. Ja. als Kolben haben wir nochmal zur Erwähnung ZRP-Kolben, das sind die vom alten Setup von den Chefjungs. Ihr könnt auch euch andere Videos angucken. Wir haben ja den GTR zusammengebaut, da hatten wir auch eine Folge über Kolben und Pleuel. Da seht ihr auch mal andere Bauformen von den Pleuelen. Hier sind es Haarschaftpleuele, dort hatten wir. Ah, scheiße, hatten wir E-Beams? Ich glaube ja, ne? Ja, müsst ihr mal reingucken ins Video und ich gucke es auch nachher. So, Dominik lubricated alles. Und dann machen wir die Scheiße rein. Zack, Kolben drin. Jetzt drehen wir das Ganze gleich. Andersrum? Ja. Du drehst? Ja. Ich drehst. Ich hab nur einen Arm. Von He-Man, Alter. Ach, das schaffe ich so. Ich brauch den Scheiß nicht drehen. Da seht ihr, haben wir schon festgemacht. Jetzt kommt das. Da ist auch schon die Lagerschall drin. Lagerschall zur Info nehmen wir von ACL. Und die sind tatsächlich zurzeit günstiger als die Serien. Genau.
Man könnte jetzt sich das nach oben drehen, halt keine Lust. Ja. So, jetzt kommt wieder hier die Soße. Ja. ARP. Ach, Mann, so eine Scheiße. Muss ich doch drehen, den Koffer. Warte. So, muss ich nochmal jetzt gucken, wo die Lagerschale sind. Ja, Soße ist da, alles da. Noch ein bisschen hier auf die. Damit die Köpfe da noch ein bisschen sauber auf dem Blech da drehen. Noch bestimmt so ein Max Speeding-Schlüssel, Alter. Natürlich. Die ganze Werkstattwagen für 400 Euro mit allem. Du willst Chinesium. So, jetzt sind wir soweit. Letzter Kolben rein. Zum Glück ist es kein V. 24. Hier vorhin V12 vom BMW. Alter. Ja, keine Lust. Passt das? Zack. Und kein Kolbenüberstand. Warum, seht ihr in der nächsten Folge. Sehr schön. So, ich drehe mal jetzt den Motor. Das sieht immer schön aus, ja? So, 6 Stück drinne. Müde. Müde, Feierabend für heute. Dominiks Urlaub ist zu Ende. Ja. Ja, zum Abschluss noch schnell Motor zusammengekloppt. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben jetzt den M50, den unteren Block, zusammengebaut, Kurbeltrieb fertig. Also Block, Kurbelwelle, Pleuel und Kolben mit Ringen allen drum und dran sind schon drinne. Das heißt, der nächste Step ist, wir bauen untenrum alles fertig. Das werde ich mal morgen schon mal alles vorbereiten, sauber machen und alles drum und dran. Und der Kopf. Wir haben einen Kopf dazu liegen. Ich habe noch einen gekauft, weil wir Teile brauchen. Sobald der da ist, werde ich mich hinsetzen, zerlegen. Und dann bauen wir den zusammen oben rauf und dann eigentlich nur noch komplettieren und rein in den Oscar. Vielen Dank, dass du zugeguckt hast. Ihr hört, der Kompressor sagt schon, verdrückt euch mal jetzt nach Hause. Ich drehe die Kappe um und dann geht's zurück auf die Autobahn. Pfft.